Spätestens mit der Bankenkrise im März schien klar, die USA sind auf dem Weg in eine Rezession. Aber es gibt offenkundig eine Gegenkraft, die diese Rezession verhindert. Das ist nicht nur der Dienstleistungssektor, sondern eine Art Subventionsmarathon der beiden Regierungen. Dazu gleich mehr. Und jetzt erleben wir überraschend positive US-Konjunkturdaten. Und eigentlich war ja die Annahme der Märkte, naja, Rezession kommt, Fed muss mit den Zinsen runter. Deswegen kaufen wir vor allem Tech-Aktien, weil die ohnehin gegenüber einer Rezession angeblich nicht so empfindlich sind, obwohl das eher Zykliker sind inzwischen, die großen Tech-Aktien. Also man ist in Tech geflohen und hatte vor allem dann die Nebenwerte, viele Aktien links liegen gelassen, die sind inzwischen relativ günstig, während die Tech-Aktien sehr, sehr teuer sind. Was bedeutet das, wenn jetzt noch keine Rezession kommt, wie wir alle letztendlich lange angenommen haben, auch ich, aber eben unterschätzt wurde, dass da diese andere Triebkraft ist, nämlich dieser Boom, den wir sehen in Sachen Reindustrialisierung in den USA. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir hatten heute die letzte Veröffentlichung des BIPs aus den USA, normal ein No-Brainer, guckt kaum einer hin, weil sich die Zahl zur zweiten Veröffentlichung meistens überhaupt nicht verändert. Die zweite weicht manchmal ein bisschen von der ersten ab, aber normalerweise wirklich überhaupt nichts, was die Märkte bewegt. Aber dann kam diese Zahl überraschend rein mit plus 2,0% statt 1,4%. Das ist die größte Abweichung bei einer letzten Veröffentlichung seit über einem Jahrzehnt und da ist offenkundig etwas nach oben revidiert worden, nämlich die Exporte, auch die Konsumenten scheinen mehr konsumiert zu haben, also das hat heute dann durchaus die Märkte sehr, sehr stark geschüttelt. Hier sehen wir dann mal, was da passiert ist. Vor allem die Zinserwartungen sind nochmal massiv nach oben geschossen. Für Juli, für September, für Dezember. Booms ging es nach oben, weil die Wirtschaft, so scheint es, doch viel stärker ist, als man lange angenommen hat. Dazu kam dann noch besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten. Jobless Claims deutlich rückläufig. Das ist der größte Fall im Vergleich zur Vorwoche. Seit dem Jahr 2021 mit 239.000, auch die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge, einen Tick besser. Und diese Grafik, die stammt vom 27. Juni, als wir ein viel besser als erwartetes Verbrauchervertrauen hatten, viel bessere Verkäufe neuer Häuser hatten. Und jetzt mit diesen Daten, die wir heute gesehen haben, muss das noch weiter nach oben gehen. Das ist, wie gesagt, noch nicht aktualisiert, nämlich der Economic Surprise Index, der Überraschungsindex für die US-Daten. Und ich glaube, das ist eben der entscheidende Grund, warum die Wirtschaft nicht so stark abkühlt, wie das eigentlich zu erwarten war nach der Bankkrise, weil durch den Chips Act auf der einen Seite Priorisierung von Chipbau, von Chips also in den USA, bei gleichzeitigem Exportverboten von Hochleistungschips nach China auf der einen Seite und dann eben dieser Inflation Reduction Act der beiden Regierungen, der Deutschland sehr, sehr wehtut, weil viele Firmen dort wunderbare Subventionen kriegen, nämlich deutsche Firmen, und sich sagen, warum soll ich hier zu so hohen Energiekosten produzieren? In den USA habe ich nicht mal ein Viertel der Energiekosten und kriege das Geld noch hinterhergeschmissen, da gehe ich doch in die USA. Aber das wiederum schafft Probleme am Arbeitsmarkt, denn dort gibt es ja nach wie vor viel mehr offene Stellen als offiziell Arbeitslose. Sodass da offenkundig dann, wenn jetzt neue Firmen, neue Fabriken entstehen, natürlich eine Konkurrenz um die Arbeitskräfte entsteht. Und diese Konkurrenz sorgt für steigende Löhne, was wiederum dann natürlich inflationstreibend ist. Aber vielleicht ist diese Grafik, ist dieser Fakt bisher noch nicht wirklich stark genug beachtet worden. Dieser Gegentrend, jedenfalls sehen wir an den Märkten dann die Erwartungen für die Juli-Sitzung der Fed, fast 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann im Juli die Zinsen anhebt, egal wie die Inflationsdaten reinkommen offensichtlich. Und selbst für den September gibt es jetzt eine über 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann nochmal die Zinsen anhebt. Vor kurzem war die Wahrscheinlichkeit für September null, hat man überhaupt nicht damit gerechnet. Und in Reaktion eben dann die Renditen für US-Staatsanleihen, die fünfjährige, die einjährige US-Staatsanleihe jetzt über 5,4% heute gestiegen. Anleiherenditen steigen auf breitester Front.
Wir sehen, die 10-jährige US-Staatsanleihe ist sogar auf 3,87% gestiegen in der Spitze. Das waren knapp 16 Basispunkte. Das ist ein saftiger Move an den Anleihemärkten, den wir da gesehen haben. Und hier sehen wir nochmal, jetzt ist die Situation, dass ja die Headline-Inflation nach unten kommt, also CPI ohne Nahrung und Energie, die Kerninflation allerdings hoch bleibt. Aber wir haben jetzt kürzlich das erste Mal gesehen, dass die US-Arbeitnehmer bei den Weekly Earnings positive Realzuwächse bei den Löhnen hatten, also selbst inflationsbereinigt ist das hier jetzt schon positiv. Und das hat nicht nur vielleicht Implikationen für die Wahl 2024, wie Axios hier schreibt, sondern eben auch für die Fed, weil, wie gesagt, die Arbeitnehmer höhere Löhne verlangen können durch diesen Boom, durch diese Reindustrialisierung, die von Trump angedacht war, aber von Biden jetzt wirklich umgesetzt wird. Und hier nochmal die drei Säulen der Rallye. Eine der zentralen Säulen, die China-Hoffnung hat sich so ein bisschen erledigt, dass das den großen Boom gibt, eine der zentralen Säulen war, die Notenbanken sind fertig mit den Zinsanhebungen und das ist jetzt ernsthaft in Frage gestellt. Was noch bleibt, ist der KI-Hype. Mal schauen, wie lange der bleibt. Aber wir sehen heute an der Wall Street jedenfalls eine Rotation raus aus Growth rein in Value. Wir sehen den Nasdaq, den Russell 2000 sehr stark. Wir sehen Regionalbanken können davon profitieren und wir haben diese immer größere Lücke zwischen dem Nasdaq und den Anleiherenditen. Normalerweise verhalten die sich negativ korreliert, steigen die Anleiherenditen, fällt der Nasdaq und umgekehrt. Jetzt sagen manche, naja, die großen Tech-Aktien wie Apple und so weiter, die großen Tech-Unternehmen, die haben so viel Cash, die müssen sich kein Geld leihen. Das stimmt natürlich absolut, aber auf der anderen Seite wachsen diese großen Unternehmen wie Apple kaum mehr. Da ist nicht wirklich ein Wachstumspotenzial und natürlich kann ich eine Apple-Aktie für teuer Geld inzwischen kaufen, aber ich kriege eben in sehr kurzen Laufzeiten in den USA schon über 5% Zinsen. Die kriege ich natürlich locker rein, wenn ich die Rallye richtig time an den Aktienmärkten. Aber was, wenn da mal was nach unten kommt? Da werden sich manche sagen, dann lieber 5% auf sicher bei einer Inflation von inzwischen 4 als, naja, vielleicht 5-10% Gewinn, aber vielleicht dann auch mal eine Korrektur von minus 5 oder 10%. Jedenfalls sehen wir diese totale Dominanz dieser Magnificent Seven, dieser großen 7 Aktien, Apple, die wir heute an der 3 Billionen Marktkapitalisierungsgrenze gekratzt hat, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta, also eine totale Konzentration des Marktes in diesen Tech-Bereich. Alle sitzen auf derselben Seite des Bootes und das ist möglich geworden, weil letztendlich die Fed es zugelassen hat, dass eben diese Euphorie an den Aktienmärkten die Finanzkonditionen lockert. Hier sehen wir mal, Goldman Sachs hat einen solchen Indikator, Bloomberg, auch die Chicago Fed. Sie haben sich alle deutlich gelockert eben seit dem Herbst und auch Jason Furman, der eine prominente Rolle spielt in den USA, sagt, also ich verstehe die Aussage von Jerome Powell nicht, dass sich die Finanzkonditionen hier gestrafft hätten. Das ist nicht wirklich der Fall und Powell hat wirklich einen Fehler gemacht aus seiner Sicht gestern, als er wirklich die Steilvorlage hatte und so ein bisschen die Euphorie aus den Aktienmärkten hätte nehmen können. Denn es ist doch schlichtweg so, wenn die Leute immer reicher werden, weil die Aktienmärkte immer steigen, dann kauft man sich mehr, dann gönnt man sich mehr, jetzt vielleicht nicht im Supermarkt, vielleicht auch, aber dann sagt man sich, naja, diesen Fernseher oder keine Ahnung, ein schickes E-Bike oder so, das kaufe ich mir jetzt doch. Ich gucke mal auf mein Depot, das ist doch super gelaufen, kann ich doch locker aus dieser ganzen Geschichte finanzieren. Damit praktisch wieder der Anstieg der Nachfrage. Und dann, wenn alle sozusagen diesem Herdentrieb folgen, so wie es derzeit der Fall ist, in den großen KI, in den großen Nicht-KI-Aktien, Apple ist keine KI-Aktie eigentlich, aber eben Apple, dann sehen wir eben, dass alle dann wahrscheinlich sagen müssen, naja, Apple ist doch super gelaufen, warst du nicht dabei? Also müssen da alle rein oder sind alle rein, die Aktie, wie gesagt, an der 3 Billionen Marktkapitalisierungsgrenze und das bei einem Kursgewinnverhältnis, das absolut teuer ist, gar keine Frage für eine Firma, die declining earnings hat, also rückläufige Gewinne hat. Und das gilt übrigens für über 60 oder für an die 60% der Nasdaq-Aktien, die praktisch in den letzten 12 Monaten
nicht mehr, sondern weniger Geld verdient haben. Das ist die größte Differenz, die wir jetzt sehen, oder die größte Zahl von Aktien, die im Vergleich zum Vorjahr weniger verdienen, von Unternehmen, die weniger verdienen, hier aus dem Nasdaq seit dem Jahr 1981, also seit diese Daten aufgezeichnet werden. Wie ist es jetzt, wenn die Inflation nach unten kommt? Und da ist eben die Frage, kommt da jetzt diese wirtschaftliche Abkühlung oder kommt sie eben nicht? Die jüngsten Daten sagen, die kommen eigentlich nicht. Aber wer weiß schon, die Dinge können sich schnell ändern. Jedenfalls niedrigere Inflation kann eben auch bedeuten, dass die Firmen ihre Preise nicht mehr so durchdrücken können. Wir sehen ja jetzt, für das dritte Quartal wird erwartet ein Minus von 8%. Aber 2024 dann der riesige Boom. Und wie schaut es mit der Inflation aus? Die morgigen PCE, Verbraucherpreisdaten, also Personal Consumption Expenditure, auf die FED besonders achtet, stehen ja morgen an. Und hier hat Paul sich heute in Spanien schon mal geäußert und gesagt, ja, wir erwarten also, dass die Kerninflation bei 4,7% reinkommt. Das würde den Markterwartungen entsprechen. Und die Headline-PCE-Rate bei 3,9%. Das wäre deutlich niedriger als erwartet. Hat Paul da schon die Daten von morgen geleakt? Das ist die große Frage. Wenn wir jetzt nochmal ins Geopolitische kommen, ich hatte ja gesagt, eine der Säulen war die China-Hoffnung, die hat sich nicht erfüllt. Jetzt ist Xi Jinping unter Druck, er muss was machen. Die Chinesen werden immer pessimistischer in Sachen ihr eigenes Einkommen, in Sachen Hauspreise, und der Immobilienmarkt ist 30% des BIPs, der muss anspringen, sonst wird die Konjunktur nicht anspringen, und Immobilienmarkt ist das Stichwort für das, was hierzulande passiert, das Heizungsgesetz, dass er jetzt noch kommen soll. Allerdings versucht die CDU, die Abstimmung noch vor der Sommerpause zu verhindern. Das wird noch ein heißer Ritt, wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld kosten. Manche sagen, es ist ein echtes Desaster, und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das zeigen auch die Meinungsumfragen, dass dieses Heizungsgesetz ein zentraler Treiber war des Stimmungsaufschwungs hier in den Meinungsumfragen für die AfD. Da kann man, glaube ich, schwer gegen argumentieren. Das geht den Leuten echt auf den Senkel. Wir hatten heute Inflationsdaten aus Deutschland einen Ticken höher als erwartet mit 6,4%. Wir haben also wieder im Vergleich zum Vormonat eine steigende Inflation. Liegt vor allem am 9-Euro-Ticket, liegt am Tankrabatt. Diese Basiseffekte sind rausgefallen. Und manch einer, Spanien übrigens, ist jetzt unter 2%, hat allerdings auch eine andere Berechnung der Inflation. Und hier in der Eurozone erwarten die Leute jetzt, dass die Inflation weiter fällt. Haben sie damit recht? Das ist die große Frage. Jedenfalls sagen Experten, naja, Entwarnung, das sind ja diese zwei Sondereffekte. Aber hier ein Leser bei Finanzmarktwelt, der sagt, naja, sind die kommenden Lohnerhöhungen da schon berücksichtigt? Dazu steigen die Krankenkassenbeiträge bald. Letztendlich müssen eben auch die Zinsen verdient werden. Steuererhöhungen dürften da kommen. Also es ist die Frage, ob das hier falsch eingeschätzt wird, indem man sagt, naja, es ist ein einmaliger Ausrutscher jetzt bei den Daten aus Deutschland. Da könnte man sich irren. Nicht irrig ist allerdings hier diese Grafik, die zeigt, dass die Insolvenzen hier jetzt mit dem höchsten Anstieg seit 21 Jahren der Fall sind, in Deutschland sicherlich von sehr niedrigem Niveau auskommend. Aber der Trend ist klar, wer sich umhört, etwa im Baubereich, da habe ich über Banker gute Informationen, die sagen, wir sind am Beginn einer massiven Pleitewelle, gerade bei Projektentwicklern, die pfeifen inzwischen schon auf dem letzten Loch. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Gold ist unter die Marke von 1.900 Dollar gerutscht heute zwischenzeitlich. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie in diesem Artikel. Und die zweite Empfehlung, das Entscheidende wird jetzt sein, das haben gestern Lagarde und Paul gesagt, die Kerninflation, vergesst die Headline-Inflation, auf die Märkte immer total fokussiert waren, aber die Notenbanken machen klar, Kerninflation ist das Entscheidende, daher muss darauf geachtet werden, bei den morgigen Daten auch. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus, ciao.